Hallöchen, schön, dass ihr da seid hier bei unserer dekorativen Osterinsel bei Joe Rass. Und mit dabei ist heute Benjamin. Hallo Benjamin. Hallo. Hi. Du hast schon gesehen, ne? Ostern steht vor der Tür, deshalb geht's jetzt auf die Osterinsel. Ist das okay? Ja. Ja. Weißt du denn, was man da so macht auf der Insel? Nö. Nö? Da drückt man ganz einfach die 4, die 5 oder die 6 am Telefon und schon kann man gewinnen. Ist doch klasse, oder? Ja. Ja. Benjamin, geht's dir gut oder bist du ein bisschen nervös? Ich bin nervös. Du bist nervös? Mhm. Aha, ist okay, Benjamin. Ich helfe dir auch ein bisschen. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los, ja? Ja. Okay, auf geht's mit Joe zur Osterinsel. Soll ich dir denn helfen, Benjamin? Ja. Ja, na gut, mach ich mal. Am Anfang ist aber ganz einfach. Da ist nämlich schon die 5 für dich. Genau. Und jetzt musst du aufpassen, wer umkippt. Die fiesen Dinger kippen dauernd um und da musst du jetzt mit der 5 drüber. Hast du das gemacht? Jawohl. Manchmal kommen sie auch von links oder rechts, wie jetzt zum Beispiel. Da musst du ausweichen. Aha. Ich glaube, ich brauche dir doch nicht helfen. Du kannst das ganz gut alleine, oder? Hm, Benjamin, hörst du mich noch? Ja. Ja, okay. Oder ich gehe einfach einen Kaffee trinken mit dem Eddie in der Zwischenzeit. Eddie, ne, geh mal ein Käffchen trinken. Der Benjamin macht das alleine. Ich glaube, das macht ihm gar nichts aus. Benjamin, hallo? Ja. Bist du so konzentriert? Kannst du nicht mit uns reden? Doch. Doch, aber mehr so ja, nein, ne? Ja. Ja, okay. Ich kann ja mal versuchen, dich abzulenken. Soll ich mal? Nö. Na gut, dann halt nicht. Ich bin heute mal nett. So, jetzt, wo ist das Zeichen? Hast du es gefunden? Ja. Hey, hey, hey. Warst du denn heute in der Schule? Nee, ich hatte eine Gehirnerschütterung. Was? Wieso das denn? Ich bin rodeln gewesen. Und bist dann umgefallen mit dem Schlitten? Ja. Uiuiuiui. Und wie lange musst du jetzt im Bett bleiben? Bis nächste Woche Montag. Ach so, und dann geht's wieder ab in die Schule. Mhm. Und wie fühlt man sich so mit einer Gehirnerschütterung beim Joe Rass spielen? Nicht gut. Nicht gut? Wieso? Was ist denn? Ich bin nervös. Ist dir denn auch schlecht, oder? Sag mal, ist dir schlecht, Benjamin, oder hast du Kopfschmerzen? Nö, mir geht's eigentlich relativ gut. Ja, das merke ich. Du hast nämlich schon 3000 Punkte und es werden immer mehr. So, jetzt lasse ich dich mal 10 Sekunden in Ruhe, da kannst du noch ein paar Punkte holen. Siehst du mal, jetzt habe ich mal nicht mit dir geredet und prompt hat es nicht geklappt. Ich rede jetzt einfach weiter. Pass auf. Jetzt die 6. Ha, hat geklappt. Wenn der Strudel von unten kommt, dann wählst du die 5. Abgelaufen, Benjamin. Hey, du hast dich total gut geschlagen mit der Gehirnerschütterung. Ja. Ja, wir gucken uns mal die Punkte an, ja? Okay. Pass auf, am Anfang gab es erstmal 1200, nochmal 1200 in der zweiten Runde, sind mit dem Bonus von 1000 und den 200 Zeichenpunkten 3600 Punkte für dich, Benjamin. Hey, hey, hey. Weißt du, was es zu gewinnen gibt? Ich habe es noch nicht gezeigt. Ein T-Shirt als Hauptpreis oder ein Floam. Okay. Okay, kann man kein Brain Ball haben oder so? Also ich würde sagen, weil du eine Gehirnerschütterung hast und der Brain Ball natürlich auch was mit Gehirn zu tun hat, würde ich sagen, wenn du gewinnst, bekommst du einen Brain Ball. Cool, danke. Cool. Sag mal, dann wünschen wir dir natürlich alle gute Besserung, aber jetzt ist noch die große Frage. Heute ist unser Thema, was haltet ihr von Tarzan-Filmen und schreit uns einen Tarzan-Schrei? Kann man mit Gehirnerschütterung, Ruhe, kann man mit Gehirnerschütterung einen Tarzan-Schrei schreien, Benjamin? Keine Ahnung. Probier mal. Okay, das geht durch wegen der Gehirnerschütterung. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Danke, kann ich noch grüßen? Ganz schnell. Also ich grüße die ganze Klasse 7c des Helmholtz-Gymnasiums und besonders die zwei Bennys in meiner Klasse. Alles klar. Tschüss, Benny. Tschüss. Weiter geht's für euch mit Piet und Piet.